aber hat kein Rätsel. Oh, wie ich mich auf den Tag freue, an dem ich Inquisitor Quäse Flamberg, das klingt wie was zu essen. Vielleicht weil es Flammkuchen. Wie diese Ofenkäse. Genau. Flammenbär. Inquisitor Flammenbär. Wiedersehe und ihm den Blumenstrauß gebe. Ja, ja. Welchen Blumenstrauß? Wieder hier zu sein erinnert mich an den Prozess gestern. Es kommt ihr vor, als wäre es gestern gewesen. Mir nicht. Mir auch nicht. Sophie wird immer noch irgendwo im Gebäude gefangen gehalten. Ja, und es ist unser Job, sie so schnell wie möglich da rauszuholen. Zunächst sollten wir sicherstellen, dass wir sie sehen dürfen. Oder können. Oh. Hey, ihr da! Alle die gleich... War das so? Ja, ich glaube, das waren doch... Haben wir den nicht gesprochen, wie hieß der denn nochmal? Inspektor Gumpert oder wie der hieß? Gumpert. Gumba, nein. Inspektor Gumba. Jetzt bräuchte man wieder jemanden, der ein Bild dazu zeichnet. Ja, stimmt. Es gibt ja auch schon Inspektor Pikachu, also. Ah nee, Detective oder Detektiv oder Inspektor. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ich auch nicht. Ihr da, stehen geblieben! Das ist ein Übersichtsplan, Fall! Überfallplan! Ja, genau ihr! Die Erinnerungen kommen wieder. Ja. Oh! Oh! Was gibt es Besseres als eine Konfrontation am frühen Morgen, um einen Aufzack zu halten? Der Text nicht schnell genug. Ja, ich weiß. Wir sind hier, um, wisst ihr, um, unsere Klientin zu sehen. Und dafür brauchen wir den Transrapid, um in 10 Minuten von hier zu unserer Klientin zu kommen. Wir sind nicht an euch interessiert, sondern an Schwarzhut dort drüben. Er muss sofort mitkommen. Wen meint ihr, werter Herr? Mich? Ja, der Herr, euch meine ich. Was habt ihr diesmal angerichtet? Herr Layton, haben Sie etwas angestellt? Ich frage mich, ob die das etwa gemerkt haben. Nein, ich frage mich, worum es geht. Luke, hast du eine Idee? Professor, vielleicht weil sie mir auf den Fuß getreten sind. Pro-Professor. Spielt hier nicht das Unschuldslamm. Wir haben nämlich keine Lämmer. Die hat nur, wie hieß die jetzt? McGwenny. McGwenny. Wir haben direkte Anweisung vom Schöpfer. Von Gott höchstpersönlich. Oh Mann. Ja, das sagen alle, die irgendwelche Kreuzzüge antreten. Ihr wurdet persönlich zum Audienzzimmer gerufen, um den Schöpfer zu treffen. Zum Audienzzimmer? Ja, wie ich sagte, zum Audienzzimmer. Wirklich zum Audienzzimmer? Den Schöpfer höchstpersönlich zu treffen, ist die größte Ehre, die einem je gewährt werden kann. Oder waren das... Ach nee, waren das nicht diese Bobbys? Ja, das kann sein. Stimmt, denn ich glaube, der Hauptmann war in Wirklichkeit der Inspektor. Stimmt, ja. Okay, dann... Entschuldigung, ich habe nur meine Stimme verstellt. Denn in Wirklichkeit bin ich ein Jubel von unserem Chef. Sag mal, habe ich die Bobby so gesprochen oder anders? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich glaube, die hattest du so gesprochen. Das kommt, glaube ich, hin. Ja. Jeder einzelne Bürger von Labyrinthia wäre stolz darauf. Das gilt natürlich auch für uns Ritter, obwohl diese Ehre bisher kaum jemandem zuteil wurde. Dennoch erhielten wir die Anweisung, Herschel Layton zum Audienzzimmer zu geleiten. Nun gut. Und in jenem Audienzzimmer erwartet mich der Schöpfer. Ist das so korrekt? Sind Sie etwa schwer von Begriff?
Wie konnten Sie das nur so verstehen? Warum will der Schöpfer Sie denn sehen, Herr Professor? Wäre es möglich, dorthin zu gehen, nachdem wir Fräulein den Narrateur sehen konnten? Die Anweisung des Schöpfers hat uneingeschränkt die höchste Priorität. Na gut, wir gehen dann mal zu Sophie. Wir können nichts Vorrang geben. Wir dürfen nichts dem Vorrang überlassen. Sagte er und kam aus der unten, die wir gehen. Was? Was? Wir können nichts dem Vorrang geben, sagte er und kam auf der nächsten Vorfahrtsstraße umsehen. Na, oder hinter ihm hat sich ein Stau gebildet. Oder so. Ehe sie nicht zum Schöpfer gehen, werden diese Autos kein Stück weiterfahren. Wo kommen denn hier Autos her? Aber... Was sollen wir denn nur tun, Herr Professor? Davon abgesehen ist es euch unter keinen Umständen gestattet, die Angeklagte zu sehen. Warum das? Die Erlaubnis, die Angeklagte zu sehen, beschränkt sich auf Verteidiger Wald und seine Assistentin. Mhm. Ja. Tun Sie davon, Herr Professor. Haltet davon, was ihr wollt. Anweisung bleibt Anweisung. Nun gut, Sie gehen wir den Schöpfer treffen. Das klingt schon besser. Mr. Layton oder Herr Layton oder Layton, haben Sie wirklich vor, den Schöpfer zu treffen? Das könnte eine Falle sein. Obwohl ich ebenfalls eine mögliche Intrige wittere, wäre es töricht, die Gelegenheit auszuschlagen, den Gründer dieser Stadt kennenzulernen. Dafür gibt es zu viele Fragen, die ich ihm gern stellen würde. Ah, verstehe. Wenn der Professor geht, komme ich mit. Ich bin schließlich sein Lehrling. Sei vorsichtig, Luke. Es wird schon alles gut gehen, wenn du beim Professor bleibst. Bestimmt. Und grüßen Sie Sophie von uns. Oh, und Fräulein Maya, könnten Sie ihr das Brot von Frau Becky geben? Der Bonk-Buck. Ich weiß, was das ist. Das ist eine Ausbruchsaktion. In dem Brot von Frau Becky ist nämlich eine Nagelfeile. Genau das gleiche, genau. Nun, wenn euer Gespräch beendet ist, sollten wir keine Zeit mehr verschwenden. Ihr findet das Audienzzimmer jenseits des Wachpostens östlich des großen Archivs. Verteidiger, ihr solltet euch zur Angeklagten begeben. Na gut. Ich geh dann mal. Nun, es scheint so, als müssten wir bis auf weiteres getrennte Wege gehen. Es sieht so aus, also machen Sie es gut, Mr. Herr Layton. Herr Mr. Layton. Sie ebenso, Mr. Wright. Ich wünsche Ihnen beiden viel Glück. Und weg sind Sie. Meinst du, sie kommen klar? Na, Herr Layton und Luke, ich glaube, die beiden können selbst auf sich aufpassen. Wie auch immer, wir sollten uns beeilen und mit Sophie reden. Richtig! Das war's! Selbst wenn sie versucht, es nicht zu zeigen, hat sie tief im Innern bestimmt Angst. Wenn Emmy da wäre, dann hätte sie tief im Inneren noch was ganz anderes. Panik. Genau. Was, wenn sie für schuldig befunden wird, eine Hexe zu sein? Was sollen wir dann bloß machen? Gestern Abend haben wir mit eigenen Augen gesehen, was sie den Hexen antun. Zeig das bitte nochmal. Ja! Jetzt erinnere ich mich auch wieder richtig. Das darf nicht sein. Mit jeder Welt, in der sowas zugelassen wird, stimmt doch etwas nicht. Ich weiß, Maya, aber fürs Erste haben wir keine Wahl.
Wir müssen Sophie von den Vorwürfen entlasten. Einzig und allein darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Oh, guck mal, ein Schmetterling! Die große Hexe Vegana. Ich frage mich, warum Sophie verdächtigt wird, Arkana zu sein, wenn sie doch Vegana ist. Ja, genau. Die große Hexe. Ich frage mich, warum Sophie verdächtigt wird, Vegana zu sein. Ich finde ja, vegan zu leben ist wirklich Hexerei. Wie kann man nur? Entschuldigung. War nicht böse gemeint an alle Veganer, weil ich weiß, dass alle Veganer, die das hören, jetzt voll angepisst sein würden. Was auch ein Vorurteil ist gegenüber Veganern. Hab mich auch vegan ernährt heute. Apfel gegessen. Was? Einen Apfel gegessen hab ich. Ich hab mich heute schon nicht mehr vegan ernährt. Nur vegetarisch. Ich weiß nicht, was in meinem Tee alles drin ist. Ich hab Bananenmilch von Kaba getrunken. Oh, cool. Muss ich mal schauen, ob ich noch... Nee, ich hab Himbeere da. Hintenbeere. Aber Banane ist auch gut. Ja, ja. Das Schlimme ist, ich sehe manchmal Kaba, dieses Schokozeug, das ist nur in diesen Nachfülltüten und die anderen Sorten sind dann halt in, ja, auch in den Boxen zu finden. Hm, stimmt. Ja. Und vor allem Banane finde ich in den meisten Läden irgendwie nicht. Hat gestern Glück, dass ich es mal gefunden habe. Hm. Na, wie auch immer. Also, Sophie wird verdächtigt. Wir bestellen den 10er-Pack. Ja. Sophie wird verdächtigt, Veganer zu sein. Ich weiß es nicht, aber mit ein bisschen Glück kann sie vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Wenn sie Licht ins Dunkel bringen kann, ohne ein Feuerzeug oder ein Streichholz oder sowas, dann ist sie eine Hexe. Hey, Verteidiger, es ist an der Zeit, zu Angeklagten hinunterzugehen. Es geht los, Nick. Ja, lass uns gehen, Maya. Tschüss. Neuer Ort auf der Karte. Verlies der Schatten. Was verlies der Schatten? Die Anklageschrift. Ja. Wir müssen die große Hexe finden. Bevor die Parade beginnt, sprechen wir zuerst mit Sophie. Gefunden! Nein. Also wir dürfen dann... Dürfen wir uns da hinsetzen? Okay, wir gehen zum Verlies der Schatten. Ich glaube, das ist da. Oh, Tatsache. So, ein Rätsel an dieser Stelle wäre jetzt lustig. Oh Mann. Du musst 5 Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen, damit dieses 1, Schloss... 1, 2, 3, 4, 7. Ah. Ah. Phoenix. Maya. Sophie. SpongeBob. Das ist also das Verlies der Schatten. Sieht eher nach Isolationshaft aus und nach einem ganz normalen Verlies. Und nicht nach einem der Schatten. Naja, sonderlich hell ist er nicht. Ja, aber... Das ist in jedem Verlies so, glaube ich. Keine Sorge, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Alfred Biolek ist in dem Verlies der Schatten. Oh Mann. War wieder so eine Anspielung auf so eine doofe Werbung. Kennt bestimmt das keiner mehr. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Nee. Ja, das weiß ich jetzt selber nicht mehr. Na, da sagt er so, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Obwohl niemand ich gefragt glaube, hat. Dunkel. Ja. Und ich glaube, das war für Klosterfrau Melissengeist. Ich wollte gerade sagen, war das nicht irgendwas für Magen oder so? Das war auf jeden Fall für irgendein Gesöff. Wir haben früher mal gesagt, wenn die Klosterfrau Melissen scheißt, ist Klosterfrau Melissengeist. Oh Mann. Ja. Wenn's vorne zwickt und hinten beißt, nimmt Klosterfrau Melissengeist, kenne ich. Oder das? Das kenne ich auch. Obwohl ich etwas überrascht war. Wie hart das? Ich habe erst gelesen, wie hart dein Bart ist. Davon abgesehen, ich habe wirklich Borsten. Ich muss mir mal so eine
Egal, weiter. Du meinst doch jetzt hoffentlich im Gesicht. Ja. Natürlich. Okay, also auf jeden Fall war ich überrascht, dass das Bett so hart ist. Wie hart das Bett ist.